Die gestohlene Vergangenheit von Jude Watson ist der dritte Band der Jedi-Padawan-Reihe, die sich mit der Ausbildung Obi-Wan Kenobis zum Jedi-Ritter beschäftigt. Zur Handlung. Nachdem Qui-Gon Jinn im zweiten Teil Obi-Wan nun als Padawan-Schüler angenommen hat, werden die beiden von Meister Yoda auf ihre erste gemeinsame Mission entsandt. Auf dem schon seit Jahren von einer strengen Monarchie regierten Planeten Gala sollen nun demokratische Wahlen stattfinden. Obi-Wan und Qui-Gon sollen dorthin reisen und einen friedlichen Ablauf gewährleisten. Doch bevor es dazu kommt, müssen die beiden auf dem Planeten Findar notlanden. Dort treffen sie auf einen alten Bekannten Obi-Wans, der die beiden Jedi um Hilfe bittet. Eine Verbrecherorganisation, die einfach nur das Syndikat genannt wird, kontrolliert den Planeten Findar. Jeder, der sich dem Syndikat widersetzt, wird einer quasi Gehirnwäsche unterzogen und verliert sämtliche Erinnerungen an seine oder ihre Vergangenheit. Qui-Gon und Obi-Wan sollen dabei helfen, das Syndikat zu Fall zu bringen. Und wie sich gegen Ende herausstellt, hat das Syndikat auch einiges mit ihrer eigentlichen Mission auf dem Planeten Gala zu tun. Also, was halte ich von diesem dritten Teil der Reihe? Leider muss ich sagen, finde ich ihn schwächer als die zwei Vorgänger. Während der erste Teil ja noch Obi-Wan und Qui-Gon vorstellte und ihre Dynamik etablierte und der zweite Teil den Gegenspieler Xanatos ins Feld schickte, fühlt sich dieser dritte Teil an wie eine Verzögerung, was auch im Verlauf der Story stimmt, denn das ist nur eine Geschichte, die passiert, während Obi-Wan und Qui-Gon zu ihrer richtigen Mission auf den Weg sind. Natürlich bietet das Buch trotzdem kurzweilige Unterhaltung und Action. Es ist schließlich auch ein Jugendbuch, es ist schnell erzählt, es ist sehr kurz, aber am Ende bleibt mir nicht allzu viel von diesem Buch in Erinnerung, wie es noch bei den zwei Vorgängern der Fall war. Das Interessanteste in diesem Buch dürfte wohl sein, dass Obi-Wan an einer Stelle ebenfalls dieser Gedächtnislöschung unterzogen wird. Er kann sich jedoch dagegen wehren und es kommen ihm viele Erinnerungen hoch, auch solche, die schon wirklich sehr weit zurückliegen, bevor er überhaupt zum Jedi-Tempel kam. Eine davon ist die Erinnerung an seinen Bruder Owen. Die Geschichte dahinter ist, dass in den ersten Drehbuchentwürfen zu Episode 6 Owen Lars der Bruder von Obi-Wan sein sollte. Das steht zwar auch nach wie vor in der Romanfassung von Episode 6, hat es aber natürlich nicht in den Film geschafft. Und Jude Watson hat das hier mit eingefügt für den Fall, dass George Lucas doch noch vorhatte, Obi-Wan und Owen Lars in den Prequels zu Brüdern zu machen. Denn als das geschrieben wurde, war nur Episode 1 raus und zu Episode 2 gab es noch keine Details. Also würde ich die gestohlene Vergangenheit empfehlen. Ja, obwohl ich leicht enttäuscht war, ist es nach wie vor eine unterhaltsame und kurze Geschichte. Und am Ende hatte ich immer noch Lust auf den nächsten Teil. Also ja, ich empfehle auch den dritten Teil der Jedi-Padawan-Reihe weiter.